Mitten in den Sommerferien wütet ein verheerendes Feuerinferno im Nordwesten der beliebten Ferieninsel La Palma auf den Kanaren. Das Feuer soll bereits eine Fläche von 45 Quadratkilometern erfasst haben, so groß wie ungefähr 6000 Fußballfelder. Riesige Flammen lodern aus dem Wald, Rauchsäulen steigen kilometerhoch in den Himmel. Schnell breitet sich das Feuer in dem Gebiet aus. Und der Wind mit einer Geschwindigkeit von fast 60 Sachen pro Stunde treibt das Feuer weiterhin an. Dieses Augenzeugenvideo zeigt die Durchfahrt durch das Brandgebiet. Starker Rauch erschwert die Sicht auf die Straße. Ja, hier. Laut dem Präsidenten der Kanarischen Inseln sind bereits über 2000 Menschen evakuiert, ein Notfallplan in Kraft gesetzt worden. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen aus der Luft. Verstärkung von der Nachbarinsel Teneriffa hilft bereits bei den Mega-Löscharbeiten. Selbst aus dem All ist das Feuerinferno zu sehen, wie dieses Satellitenbild zeigt. Nach einem außergewöhnlich trockenen Frühjahr trifft den größten Teil der Insel nun die zweite Hitzewelle des Sommers. Auf La Palma wohnen knapp 85.000 Menschen. Die Insel ist bei deutschen Urlaubern ein beliebtes Ferienziel, gehört zu den Kanarischen Inseln und liegt vor der Nordwestküste Afrikas vor Marokko.